Erik, was? Wie viel Uhr haben wir? Nein, oh nee, bitte nicht. Ich weiß alles über dich, Conor O'Malley. Die Wahrheit, die du träumst, die du verbirgst. Dieser Baum ist etwas Besonderes. Er steht hier seit vielen tausend Jahren. Wie beginnt die Geschichte? Sie beginnt mit dir. Du und ich, wir sind ein Team. Ich habe Angst. Natürlich hast du Angst. Aber du wirst es schaffen. Deswegen hast du mich gerufen. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video, denn wir durften mit der Produktionsfirma bzw. mit der Herausgabe von den DVDs und Blu-Rays durften wir zum Film 7 Minuten nach Mitternacht eine Kooperation machen, weswegen ihr auch da seht, unterstützt durch Produktplatzierung. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, weil da könnt ihr noch ein kleines Präsent für euch ergattern. Erstmal ein paar Fakten. Wer so nicht weiß, 7 Minuten nach Mitternacht ist eine Buchverfilmung, und zwar von diesem Büchlein hier, was ich ja auch schon gelesen habe im Mai, glaube ich, Anfang Mai. Also kurz bevor der Film rauskam, das gibt es auch in dieser... Wann ist denn der Film rausgekommen? Am 4. Mai, nehme ich, 2017. Genau. Hier ist auch nochmal das andere Buchcover, dieses weiße. Und dieses Buch ist bekannt dafür, dass es kein normales Buch ist, in dem einfach nur Text steht, sondern auch wirklich tolle Illustrationen enthalten sind, die ich jetzt aber aus Copyright-Gründen nicht zeigen möchte, weil ich möchte keinen Stress mit irgendwem haben. Ihr habt ja schon im Trailer gesehen, dass da auf jeden Fall sehr coole Sachen sind, die man als Illustrationen oder sonst was sehr schön einbinden kann. Also wenn ihr dieses bildgewaltige Kopfkino auch nicht nur auf der Leinwand oder zu Hause sehen wollt, dann guckt euch mal das Buch an, weil die Illustrationen haben es wirklich in sich. Genau wie die Vorgeschichte dieses Buches, dann die hat es auch in sich, weil eigentlich ist das Buch, besonders die Story, entstanden durch Siobhan Dowd. Diese Autorin, also Siobhan Dowd, ist gestorben, eben weil sie eine Krankheit hatte, und dadurch hat sie eben ein Exposé, beziehungsweise ich glaube sogar auch Zeichnungen schon fertiggestellt. Ich weiß nicht genau mit den Zeichnungen, auf jeden Fall hat sie schon mal das erste Exposé, beziehungsweise die Anfangskapitel geschrieben, eben für ihre Kinder, so wie ihr Kind, ich weiß gar nicht, ob es mehrere waren. Also, allgemein gesagt, zur Vorgeschichte, eine Mutter wollte es ihren Kindern leichter machen, mit ihrer Krankheit und ihrem folgenden Tod halt umzugehen, und wollte diese Geschichte schreiben, hat es aber nicht geschafft, weswegen sich ein anderer daran angeeignet hat eben und sie Patrick vollendet Ness. Hat. Genau. Und wenn man diese Hintergrundstory schon hat, ist das schon mal ein gewaltiges Gefühlschaos. Auf den Film bezogen finde ich es auch nochmal ein gewaltiges Bildchaos, denn in diesem Buch geht es, wie gesagt, also auch im Film geht es um einen Jungen, dessen Mutter krank oder sterbenskrank ist. Und als wäre das nicht genug, wird der Junge auch noch in der Schule gemobbt und seine Großmutter mag er auch nicht so wirklich. Und irgendwann besucht ihn um 7 Minuten nach Mitternacht genau ein Monster, was irgendwie unreal ist, aber irgendwie auch real. Er weiß noch nicht ganz genau, wie es mit ihm verbunden ist und versucht, ihn auf eine Fährte zu lenken. Beziehungsweise, ich will noch nicht wirklich zu spoilern, aber er versucht auf jeden Fall etwas und scheint irgendwie was Gutes zu wollen, aber irgendwie auch nicht. Also es ist kein gewöhnliches Monster, wie man es sich jetzt irgendwie als Kind vorgestellt hat. Und wenn man diese Vorgeschichte hat und dann noch die Vorgeschichte des jungen Schauspielers, also Lewis McDougall, der seine Mutter ein paar Tage oder Wochen, ich weiß gar nicht genau, vor dem Filmstart, also vor dem Dreh,
seine Mutter verloren hat und dann noch so eine krasse Performance abliefert. Ich hatte sowas von Gänsehaut, also wirklich. Also ich hatte die Information nur kurz vor dem Film, habe ich Informationen bekommen und dann hat man schon diesen Film mit ganz anderen Augen gesehen. Und es ist auch von bildtechnischen her sowas von hochgradig meisterwerkhaft, weil es nicht... So hochgradig meisterwerkhaft. Okay, Zitat des Tages. Und bildtechnisch ist es einfach auch nur sowas von hochwertig und eigentlich auch schon fast meisterwerkhaft, wenn es das Wort gibt, weil es nicht nur punkten kann durch die Animation des Monsters, die by the way einfach nur genial ist. Und perfekt, also für uns, ja, unserer Seite her, sehr gut in diese reale Welt eingebunden, ja, worden ist. Sondern es gibt auch noch ein Element mit Tintentropfen, wenn die Geschichten erzählt werden, was einfach so genial zur Story passt. Allein schon, weil auch der Protagonist dieses Buches sehr gerne zeichnet. Und das einfach in einem Film mit der Story, mit den Schauspielern verpackt, ist einfach nur ein sowas von grandioser Film. Und ich habe auch schon mal immer wieder erwähnt, dass der Film für mich auch einer der besten Buchverfilmungen ist. Und das Buch ist auch eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich finde es auch ein sehr schöner Fakt zu sehen, dass in dem Buch so Illustrationen halt drin sind. Und eventuell sich das halt dann wieder gespiegelt hat mit dieser Tintenfarbe, die sich dann durch diesen Film auch ein bisschen schlängelt. Dass auch eine Umsetzung, ja, irgendwie hat zusätzlich. Finde ich, dass die Geschichte von 7 Minuten nach Mitternacht ist jetzt halt eine Bewertung von der Story, die kann man aber bei einer Filmbewertung auch nicht mit auslassen, eine unglaubliche Story ist, die nicht typisch Fantasy ist, sondern sie hat noch einen Hauch Realität. Gruselig. So ein, ja, aber auch, Horror. Es ist aber auch so nicht, es ist Fantasy in der Realität. Ja. Es hat nur eine Realität. Es spielt hier auf der Erde. Genau. Es ist einfach so perfekt auf den Punkt gekommen mit diesem leichten Tick Dunkelheit, den dieser Film einfach umschlungen hat. Und ich weiß nicht, ob das im Buch so dunkel war, die Atmosphäre. Schon, ja. Also das Buch denken ja manche, dass es auch für Kinder ist, aber es ist eigentlich, klar, es ist für Kinder auch was, aber es ist garantiert auch was für Erwachsene, weil man eben dadurch auch total ein emotionales Wrack wird, wie ich zum Beispiel. Aber der Film hat auf jeden Fall nichts falsch gemacht, indem er alles etwas dunkler gesetzt hat. Alles Kontrast runtergesetzt. Und zusätzlich kommen auch noch große Namen im Cast vor, zum Beispiel eben mit Lewis McDougall oder auch Felicity Jones, Sigourney Weaver und die Stimme des Monsters im Original Liam Neeson. Es ist einfach nur, alles in allem, einfach nur genial besetzt, genial dargestellt, geniale Story. Es ist einfach nur perfekt. Das hat mir einfach auch sowohl beim Lesen als auch beim Filmschauen das Herz zerrissen. Und wenn euch die Story jetzt so angefixt hat oder wir euch angefixt haben und die Story euch interessiert, nee, dann... Erst 7 Minuten nach Mitternacht. Achso, okay. Dann haben wir etwas Passendes für euch, denn passend ist am 19. Oktober der Heimkinostart. Also 7 Minuten nach Mitternacht ist ab 19. Oktober als Blu-ray, DVD und digital erhältlich. Also wenn du gerade dieses Video schaust, ist es schon in deinem Laden nächster Nähe. Achso, okay. Und passend dazu könnt ihr jeweils eine DVD und eine Blu-ray gewinnen. An jeweils eine Person, heißt einer kann die Blu-ray gewinnen und einer die DVD. Also es ist wichtig, dass ihr in den Kommentaren schreibt, ob ihr die Blu-ray oder die DVD haben wollt. Und dazu wollen wir nur eine Antwort von euch haben auf die Frage, wie würdet ihr reagieren, wenn um 7 Minuten nach Mitternacht ein scheinbares Monster vor eurem Fenster steht? Und Zeit dazu habt ihr bis zum 29. Oktober, also nächsten Sonntag. Wir könnten jetzt hier nochmal die Gewinnspiel-Standardklausel sagen, so wie YouTube ist nicht für dieses Gewinnspiel verantwortlich, aber das steht alles unten drin. Aber trotzdem nochmal, ihr müsst für das Gewinnspiel mindestens 18 Jahre alt sein oder die Einverständniserklärung eurer Eltern besitzen und ansprechen für den Gewinner. Die Adressen werden natürlich nicht weitergeleitet, sie werden nur an die betroffenen Personen von der Produktionsfirma weitergeleitet, damit ihr euch den Gewinn zukommen lassen könnt. Und den Rest könnt ihr unten in der Infobox nachlesen. Das war's auch eigentlich schon mit dem Video. Wir bedanken uns bei der lieben Kooperation, dass wir dieses Video veranstalten konnten und euch auch was geben konnten und hoffe, dass es mal etwas anderes und etwas Interessantes für euch war, denn wirklich, dieses Buch verdient einfach mehr Aufmerksamkeit. Es hat die letzten Monate mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber es braucht einfach noch viel mehr Aufmerksamkeit, weil es einfach so tiefgründig genial ist. Diesen Film. Hashtag Oscar for. Hashtag Oscar for Monster. Alles klar. Ja, das war es jetzt mit dem Video. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ich hab Angst. Natürlich hast du Angst. Aber du wirst es schaffen. Deswegen hast du mich gerufen. Na komm.